Herzlich willkommen im Prepper Gear Channel. Nochmal vielen Dank, 300 Abonnenten. Super Geschichte. Weiter geht's mit der EDC-Serie. Ich habe ja gesagt oder angekündigt beim letzten Mal, ich möchte weitermachen hier mit dem Kugelschreiber, den ich in meinem EDC habe. Das ist hier der Uniball Power Tank, in dem Fall in schwarz. Und wenn ihr den kauft, seht ihr so aus. Ihr seht, dass es hier von der Firma Mitsubishi Pencil ist aus Japan. So sehen die Ersatzminen aus. Kriegt ihr im gut sortierten Bürofachmarkt. Und gibt es auch, wie gesagt, in verschiedenen Farben, in Blau, in Rot und so weiter. Des Weiteren möchte ich euch vorstellen, ist vielleicht schon vielen von euch bekannt, aber vielleicht auch manch nicht, Ride in the Rain. Das ist imprägniertes Papier, wasserbeständig, nicht komplett wasserfest, kommen wir gleich zu. Ich habe das Ganze hier in meinem EDC drin, ich will euch das auch mal kurz zeigen. Und zwar hier hinten habe ich zusätzlich noch etwas, und zwar von Moleskine, so kleine Notizblöcke, gibt es als Dreierpack hier mit verschiedenen Linierungen. Das Praktische hierbei ist, dass ab der Heftmitte die Seiten perforiert sind. Das kann man jetzt wahrscheinlich hier im Video nicht gut erkennen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier so eine Seite ganz einfach rausreißen, ohne dass ihr das Ganze hier zerstört. Hinten könnt ihr dann noch bewährterweise Visitenkarten, Kleinkram oder so reintun. Und hier habe ich dann ein paar Seiten von dem Ride in the Rain drin. Und einfach aus dem Grund sollte das EDC mal nass werden und der ganze Block hier ist ein einziger Brei. Dann habe ich hier hinten halt eben noch Papier, was sich nicht auflöst. Kann zum Beispiel nützlich sein, wenn ihr outdoormäßig unterwegs seid und im Regen was aufschreiben wollt. Oder stellt euch mal vor, ihr habt einen Verkehrsunfall, es regnet, ihr wollt eine Unfallskizze machen und das Papier löst sich auf. Das gleiche gilt halt eben für den Kugelschreiber hier. Wenn ihr was schreiben wollt und es ist kalt und der Kuli schreibt nicht, ihr kennt das, viele hauchen dann die Kugelminen an. Ist das auch nicht so praktisch, beziehungsweise es gibt auch Kugelschreiber oder halt hier gerade diese Rollerballs, die dann nicht so gut auf nassem Papier schreiben. Ich habe hier mal ein kleines Experiment auch vorbereitet, damit ihr mal seht, wo die Problematik ist. Ich habe hier einfach ein handelsübliches 80 Gramm Druckerpapier genommen und einfach mal aufgeweicht. Und wenn ihr jetzt hier versucht, was drauf zu schreiben, ein 6B Bleistift hatte ich jetzt gerade nicht zur Hand, sondern nur ein 2B Bleistift, dann werdet ihr sehen, dass das relativ schwierig ist. Man kann natürlich noch was erkennen, aber das ist natürlich nicht so toll. Außerdem kann es auch sein, dass wenn ihr zu fest drückt, dass ihr dann das Papier zerstört. Ähnliches Problem habt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Rollerball auf nasses Papier geht. Das werdet ihr gleich dann noch sehen, dass es so ausblutet. Ja? Also es fängt an zu verschwimmen und ja, wie gesagt, ist dann halt nicht so schön, wenn das dann, ja, so ein einziger, ja, hier kann man es jetzt so langsam erkennen an den Rändern, dass es anfängt immer weiter so auszubluten, ja, so will ich es mal nennen. Gut, der Kugelschreiber an sich, was ist das Prinzip dahinter? Die Technologie ist jetzt vielleicht nicht brandneu, aber die Idee dahinter ist einfach, die Mine, also die Ersatzmine, einfach hier hinten reingesteckt. Ja, so sieht die Mine aus. Und ihr seht schon, der ganze Minenkörper ist hier in einem Gehäuse drin und das Ganze steht unter Druck. Damit wird gewährleistet, dass halt das, ich sag mal, die Flüssigkeit hier immer zu der Kugel vorne geleitet wird. Und das hat viele Vorteile, das heißt, man kann zum Beispiel auch über Kopf schreiben. Was das ganze System insgesamt bringt, habe ich hier mal notiert, so einen kleinen Zettel gemacht.
Also wenn es zum Beispiel kalt ist, ja, ihr habt den Kuli im Auto liegen, wollt jetzt im Winter schnell irgendwas notieren, zum Beispiel auf dem Tankbeleg oder sonst irgendwelche Notizen machen, dann habt ihr mit einem normalen Kuli oftmals das Problem, dass der dann einfach erstmal nicht schreibt, weil der einfach kalt ist. Dann, wie gesagt, nasses Papier funktioniert eigentlich mit einem normalen Kuli ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt, funktioniert dann eher schlecht. Ne? Jetzt sieht man es eigentlich auch immer schöner, wie das hier so ausblutet. Und ganz schlecht sind diese Rollerballs, Fluid Pens oder wie man die nennt, auf dem Ride-in-Rain-Papier, werden wir gleich auch noch sehen. Wenn ihr zum Beispiel im Zelt liegt oder in der Hängematte und wollt über Kopf was schreiben, ja, die Flüssigkeit, Schwerkraft und so weiter funktioniert nicht. Mit dem System könnt ihr auch ohne weiteres über Kopf schreiben, was zum Beispiel auch auf Baustellen oder woanders hilfreich sein kann. So, bauen wir das hier wieder zusammen. Das geht ganz einfach. Kuli hat hier vorne auch eine schöne Handauflage, eine gummierte. Ja, und funktioniert halt ganz normal als Kuli. Also wenn ihr den benutzt beim Schreiben, merkt ihr jetzt nicht den Unterschied, ist das ein Druckbleistift, ein Kugelschreiber mit einer Druckmine oder nicht. Wenn wir jetzt hier noch das Write-in-Rain-Papier dazu nehmen, hier habe ich mal so einen kleinen Test gemacht. Also hier, das ist mit dem Uniball Power Tank. Hier geschrieben, das ist der Rollerball gewesen. Ja, das ich kann dir mal noch einen schönen Effekt zeigen. Also wenn ihr jetzt hier irgendwelche Striche macht, gerade auf dem Write-in-Rain-Papier, gucken wir, ob man das hier schön sieht. Und ich lege das ins Wasser ein, dann zerläuft das hier total. Ja, ihr seht hier unten noch die blaue Farbe. Es bleibt hier einfach nicht haften. Das ist, ich sag mal, wie gewachst das Papier. Es hat eine niedrige Oberflächenenergie. Und somit kann es halt hier diese Flüssigkeit eben nicht aufnehmen. Ihr seht hier unten, normaler Kugelschreiber geht, ein Bleistift geht und wie gesagt, dieser Power Tank funktioniert eben auch. Gut, wie gesagt, zum Power Tank habe ich soweit alles gesagt. Das ist also ein universeller Kugelschreiber, der euch also sozusagen nicht im Stich lässt und der halt bei vielen Gelegenheiten schreibt. Guckt einfach mal im Internet, wo ihr das gute Stück kriegen könnt. Ansonsten habe ich euch unten in die Videobeschreibung auch eine Bezugsquelle reingemacht. Gut, wie gesagt, Ersatzmine habe ich gesagt. Zu den Blöcken habe ich was gesagt. Und jetzt noch kurz zum Papier. Wenn ihr normales Papier habt, ja, vielleicht kennen das die Geocacher unter euch, ja, hier kommt so ein Cache, der war nicht richtig dicht, das Papier saugt sich einfach mit der Zeit mit der Luftfeuchtigkeit voll oder es regnet da rein, ja, das ist irgendwann so ein trauriger Klumpen, ja, und wenn ihr das jetzt hier mal so ein bisschen drückt, ja, und versucht das hier wieder auseinander zu friemeln, das fängt hier dann sehr schnell an irgendwo zu reißen. Ja, ihr seht, das hat überhaupt keine große innere Festigkeit mehr, das Papier. Wenn sowas auch in die Waschmaschine kommt, da habt ihr verloren. Das kann hinterher kein Mensch mehr lesen. Das ist einfach nur noch ein einziger Friemelhaufen. Ja? So, wenn wir das gleiche jetzt hier machen mit dem Write in the Rain. Ja, das Papier lag jetzt auch schon ein bisschen länger dran. Es zieht dann auch an den Schnittkanten oder insgesamt an den Kanten ein bisschen Feuchtigkeit, aber insgesamt ist. Seht ihr, das läuft das Wasser hier einfach an der Oberfläche runter. Und es hat halt auch, jetzt nehme ich mal nicht so eine Schnittkante, einfach eine viel höhere Festigkeit. Und wenn ihr das Ganze jetzt hier knüttelt, ja, es wird auch so beworben, dass es halt auch die Waschmaschine überleben soll. Ja, so, und das ist halt ein wesentlicher Vorteil, dass halt die mechanische Festigkeit höher ist als auch die feuchte Beständigkeit wesentlich besser halt gegeben ist. Wenn ihr so diese Blöcke, die gibt es in unterschiedlichen Formaten und wenn ihr die hinten mal aufklappt, dann habt ihr auch hinten eine Beschreibung drin, wo zum Beispiel dann steht, welche Stifte man nehmen kann, wenn es trocken ist, wenn es also nass und trocken, wet and dry, when dry only und was auf keinen Fall funktioniert. Ne? Und da sind dann zum Beispiel auch hier diese Gelpens. Und Highlighters sind halt hier Textmarker, die funktionieren eben nicht. Ja, und ihr seht, das Wasser bildet hier diese Tropfen. Das ist ähnlich wie bei einem gewachsenen Auto. Es nimmt einfach keine Feuchtigkeit ab.
auf. Wenn es natürlich stundenlang hier im Wasser liegt, zieht es natürlich über die Kanten ein bisschen Feuchtigkeit rein, ist aber viel, viel geringer und nur in den Randbereichen. Wenn ihr das Ganze natürlich hier 100 Mal knüttelt, dann zerstört ihr natürlich einen Teil dieser Imprägnierung, und dann fängt das natürlich auch an, in anderen Bereichen Feuchtigkeit aufzunehmen. Ich hoffe, das Video war soweit verständlich. Es hat euch was gebracht. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über euren Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Ihr könnt auch noch die Glocke einschalten, dann verpasst ihr nicht, wenn das nächste Video kommt. Vielen Dank, ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne könnt ihr mir auch sagen, welche Schreibutensilien ihr benutzt in eurem EDC, welche Blöcke ihr benutzt, ob ihr auch Erfahrung habt mit Write in the Rain oder ob ihr da was Besseres habt. Also nochmal vielen Dank und bis demnächst auf dem Prepper Gear Channel. Ciao!